Publikumsliebling und Sänger Sebastian Rheinthaler ist der neue Intendant der Bühne Baden. Mit Emmerich Kallmanns Die Zirkusprinzessin möchte er beweisen, dass die Operette lebt. Die Sommerarena ist der ideale Schauplatz dafür und Yvonne Kallmann, die Tochter des Komponisten, ein gern gesehener Gast. Baden bei Wien ist wie geschaffen für die immer wieder totgesagte und erstaunlich rüstige alte Dame Operette. Die ganze Kurstadt ist Bühne, wie ein Traum aus einer Welt von gestern, voller Melancholie, Weltschmerz und der Brüchigkeit einer Zeit, die der unseren gar nicht so unähnlich ist, nur mit mehr Stil und Kultur. Es ist natürlich verschlafen, man darf sich von dem nicht einlullen lassen, aber noch ist bei mir keine Gefahr. Kein Wunder, dass Emmerich Kallmanns Tochter von dieser Atmosphäre schwärmt. Man fühlt die K&K-Monarchie und man fühlt, dass es heute mit so viel Respekt behandelt wird. Der neue Intendant liebt die dekadenten Geschichten mit ihren melancholischen, mitreißenden Melodien und ihren ausgelassenen Tänzen. Es kommt vor allem darauf an, dass man ein Stück überzeugend bringt. Überzeugend heißt für mich aber, dass natürlich letztlich auch die Fantasie des Zuhörers, des der Zuhörerin gefragt ist. Dass er mit seinem bescheidenen Budget auskommen muss und sich den großen Operetten-Mulatschak versagen muss, tut Rheinthalers Enthusiasmus keinerlei Abbruch. Ich bin froh, ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Und damit bin ich auch, habt die Verantwortung auch uns Steuergeldern gegenüber, das gut zu verwalten. Und das funktioniert. Und die Tochter des Komponisten liebt die frivole Glitzerwelt mit ihren wunderbaren Melodien. Von den schönsten, die mein Vater schrieb. Und eine Melodie nach der anderen. Man kämpft mit Tränen, weil es so rührend ist. Kallmann, hat Tochter Yvonne einmal gesagt, ist wie Puccini, nur zum Mittanzen. Nächste Woche in Highlight.